Also wir arbeiten mit ganz schönen Aprikotönen auf den Augen, eine wunderschöne und zarte Haut. Und auf den Lippen arbeiten wir fast schon mit einem leichten Korall, sodass der Look sehr, sehr frisch und edel ausschaut. Also ich habe zwei ganz tolle Overalls an, unter anderem gleich den allerersten. Also darf ich die Store öffnen, da freue ich mich ganz doll drüber. Ich finde einfach wunderbar, dass man diese Mode tragen kann. Das ist einfach auch für die Frau um die 50 einfach super zu tragen und also mir macht Spaß. Ich finde es ein tolles Statement. Also ich bin auch plus size und finde das natürlich total sympathisch, Frauen zu sehen, die Frauen sind. Was ich anhabe, ist natürlich Minks. Ich bin heute eine kleine Rockprinzessin. Es ist so spannend, wenn man da die ganze Kollektion zum ersten Mal sieht. Ich war zwar mit Eva schon, habe sie gesehen. Ich habe gesagt, ich will die Kollektion erst auf dem Laufsteg sehen. Von daher bin ich sehr gespannt, auf was auf mich zukommt. Also ich finde die Stoffe ganz wunderschön. Es ist zum Beispiel auch alles kein Leder oder so. Es ist wahnsinnig angenehm zu tragen und ich stehe ja immer drauf, auch mir Sachen von Designern rauszupicken und die dann mit anderen Sachen zu mischen. Das ist geht bei Minks auch ganz, ganz toll. Es ist sehr natürlich, so wie ich eigentlich bin von der Handschrift. Das ist nie aufgesetzt, das ist reduziert, sehr weiblich, sehr fließend, sehr bewegt, mit schönen hellen Farben. Aber das Ganze geht auch in dunklen und in Schwarztöne oder auch wieder schwarz-weiß kombiniert. Ich habe viele Kunden, die ich kenne, die tragen eine 34, aber ich habe auch Kunden, die tragen Minks 44, 46 und es sieht beides mal ganz toll aus. Und es hat sich bei mir die Idee entwickelt, dass ich das auf der Bühne zeigen möchte. Es ist genauso sexy, es hat eine Wahnsinnsform, es hat eine tolle Passform. Das ist das, was ich vom Endverbraucher immer als Feedback bekomme und das möchte ich gerne mal präsentieren. Natürlich unheimlich viel Anspannung von mir ab. Bin ja überwältigt, bin ich. Bin gerade ein bisschen fast die Sprache. Ja. Vor allem habe ich mitgekriegt, dass eben bei meiner Idee mit den Plus-Size-Mädels mit Größe 44, 46, dass wir Zwischenapplaus gekriegt haben, dass es genauso aufgenommen worden ist, wie meine Idee war. Dieses zeitlos Elegante und trotzdem so frisch, das gefällt mir gut. Und das einfach auch ein paar Damen mit normalen Maßen gelaufen sind, war nicht großartig. Ich bin sowieso der größte Minks-Fan. Ich bin begeistert immer wieder, immer wieder. Und ich finde immer so großartig, wenn man Eva kennt. Und das, was ich an ihr so schätze und das Großartige, was sie als Frau hat, das spiegelt sich auch in ihrer Mode wieder. Und das sehe ich auch auf dem Laufsteg und das sehe ich in dem, wer läuft, wie gelaufen wird, was sie tragen. Großartig, größtes Kompliment.